Dieses Praxistraining heißt also vollzogenes Lerntransfertraining. Das heißt, die Studierenden haben jetzt vor allem durch diese Corona-Zeit und Covid-Maßnahmen eigentlich sich sämtliche Inhalte im Distance Learning selbst angeeignet. Das heißt, wir haben Unterrichte gehalten mit Videokonferenzen oder sie haben Arbeitsaufträge, Fälle bekommen und im Selbststudium mit den Lehrbüchern sich die Materie quasi erarbeitet. Nun brauchen sie einfach, um gerade diese praktischen Fertigkeiten, wie zum Beispiel Setzen von nasogastralen Sonden war Inhalt oder die Blutabnahme oder das Verabreichen von Injektionen, Infusionen, da brauchen sie einfach so Übungsmöglichkeiten, damit sie einfach die Dinge, die sie sich in der Theorie jetzt einmal angeeignet haben, auch ins Praktische umsetzen können. Und das soll im authentischen Rahmen stattfinden. Das heißt, deswegen haben wir hier auch diese Simulations- und Übungsräume. Wir haben Mannequins, also das sind Ganzkörperpuppen, mit denen sie üben können, oder Skilltrainer, so wie hier im Hintergrund. Das sind so einzelne Körperteile, wo man zum Beispiel eine Blutabnahme oder Venenverweilkanäle setzen kann. Und das ist für sie einfach ganz, ganz essentiell, weil es macht einen Unterschied, ob ich es im Lehrbuch anschaue oder ob ich es dann wirklich praktisch umsetze. Als Hilfsmittel haben wir auch noch dazu so LTD-Handlungs- und Beobachtungschecklisten vorher entworfen. Das heißt, da ist der ganze Handlungsablauf Schritt für Schritt niedergeschrieben, mit den Arbeitsschritten, mit den Begründungen. Und das heißt, da können Sie sich auch gut darauf vorbereiten und das können Sie auch dann im Praktikum als Hilfsmittel nehmen, zum Beispiel, welche Materialien brauche ich oder wie war das noch einmal. Also das sind so Dinge, womit Sie arbeiten und es ist für Sie einfach ganz, ganz wichtig, damit Sie Erfahrungen sammeln, an Materialien einmal angreifen und auch im geschützten Rahmen einmal probieren und testen können. Es ist einfach für sie wesentlich einfacher, einmal an einer Puppe eine Magensonde zu setzen, als wie gleich direkt beim Patienten, wenn man eben mit dem ganzen Material und dem Handlungsablauf noch so beschäftigt ist. Und dann gebe ich einfach der Puppe die Stimme und so handeln wir die Situation. Und da profitieren sie eigentlich ziemlich. Also wir haben das jetzt beim FH-Studiengang ins erste Semester integriert und ins zweite Semester. Also es muss dann zu den Lehrveranstaltungen passen. Und im Normalfall, wenn wir nicht Covid-Situation haben, sind auch die Praxisanleiter vom Haus noch aktiv mit dabei, weil wir so quasi diese erste Praktikumswoche oder jetzt einige Praktikumstage einfach nehmen, damit sie hier diese Tätigkeiten üben können. Und wie gesagt, im Normalfall kommen dann auch die Praxisanleiter geplant dazu und dann ist es auch so ein Theorie-Praxistransfer, dass jetzt die Pflegeakademie, also unser Studienstandort, mit den Praktikumsstellen, den Praxisanleitern wirklich gemeinsam mit den Studierenden arbeitet. Jetzt, was FH-Studiengänge betrifft, ist es unsere Spezialität sozusagen. Also wir bieten das an und wir haben halt auch den Vorteil, dass wir ein kleines Haus sind, wir unsere Praxisanleiter kennen und gut zusammenarbeiten. Und uns ist die praktische Ausbildung ja auch ein Anliegen, dass wir da die Studierenden so gut wie möglich unterstützen. Und das ist einfach so ein Weg, den wir für uns gefunden haben, wo einerseits eine pädagogische Methodik dahinter steckt und das auch ein Gewinn ist für die Mitarbeiter, weil man kann natürlich diese Handlungschecklisten zum Beispiel auch zum Einschulen neuer Mitarbeiter verwenden oder genau direkt im Praxisort dann. Hm?